zusammen und zurück bei Whisky Space. Moment mal. Tschack. Ups. Heute stelle ich heute den Kevlar Single Malt Whisky vor. Ein Einstiegsmodell der sehr berühmten Kevlar Distille. Mittlerweile gibt es zwar erst seit 2005, 2006 haben sie den ersten Spirit gebrannt. Kevlar hat große Bekanntheit sich erworben, die haben massig an Preisen gewonnen mittlerweile, insbesondere die Abfüllungen von Solist. Diese sind Einzelfassabfüllungen, da gibt es mit Vino Barrique, mit Sherry und so weiter, Port. Zur kleinen Geschichtsstunde, also die riesige taiwanesische Firma King Car oder schon Unternehmen, ich weiß nicht, wie der Besitzer hieß, der Präsident, also der hatte irgendwann mal die Idee, er will jetzt eine eigene Destille haben. Und er hat dann auch seinen Blender Ian Chang nach Schottland geschickt, der dann quasi alles lernen musste, wie die Brennkunst nach schottischem Vorbild eben funktioniert. Es war dann auch in enger Zusammenarbeit mit Dr. Jim Swan, der Berühmte. Der hat die Marke auch so richtig ins Rennen gebracht. Also mittlerweile sind die weltweit echt unter den Top-Top-Marken. Ja, ich habe hier auf jeden Fall das Einstiegsmodell, den Kevlar Single Malt Whisky. Ich finde auch die Verpackung ist schon ziemlich cool, macht was her. Was die Reifung angeht, habe ich nicht viel gefunden. Ich glaube, wird in Weißwein, also na doch Weißweinfässer, glaube ich, oder allgemein Weinfässer sind im Spiel. Dann Ex-Bourbon, First Fill und Refill und Sherryfässer. Habe ich so gelesen. Ob es stimmt, keine Ahnung. Er ist mit 40 Volumenprozent abgefüllt. Ist gefärbt, soweit ich das weiß. Schätze ich jetzt einfach mal, steht nichts drauf. So, die Flasche, die ist natürlich super, super schick. Die ist dem Taipei 101 nachempfunden, dem einst höchsten Gebäude der Welt. Ich glaube bis, oh Gott, 2004 oder so. Ich weiß es nicht, schlagt mich. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall war es damals das höchste Gebäude der Welt, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Zu Kevlar oder zu diesem Single Mode. Ja, wie gesagt, das ist der Einsteiger. Einstiegswhisky von Kevlar. Also ich habe ihn damals so für 40 Euro bekommen, glaube ich. Ich schätze mal so. Zwischen 35 und 50 Euro bekommt man ihn. Es ist nicht ganz billig, aber naja, jetzt schauen wir mal, wie er schmeckt. Check. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, was ihr noch an nützlichen Infos über Kevlar wisst, sagt mir Bescheid und schreibt es drunter. So. Schauen wir mal. Ach ja, genau, zur Reifung. Reifedauer wäre dann vielleicht noch ganz interessant, weil das Klima ist ja doch da viel, viel wärmer in Taiwan. Und deswegen reift der Whisky auch sehr, 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 sehr schnell. Also vielleicht vergleichbar so mit Kentucky in den USA, da reift der Whisky auch relativ schnell.
Und ja, das ist natürlich ein Vorteil. Man kann relativ schnell die Whiskys an den Mann bringen und verkaufen. Und sie schmecken auch überragend gut. So, dann halte ich mal meine Nase rein. Fruchtig, Honig, eine Frucht? Habe ich gerade eine Nuss gehabt? Eine Nuss, so eine. Pistazie. Pistazie. Mango? Mango? Honigmelone? Also sehr, sehr schön fruchtig das Ganze. Auch so eine helle, helle Schoki. Würzig, dann die Würze, Eichenwürze, glaube ich. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Jetzt habe ich hier was gehabt. Was war das? Ich habe manchmal was in der Nase und kann es nicht gleich benennen. Kennt ihr das? Sehr viele exotische Früchte. Papaya, wie gesagt, der Mango. Sternfrucht. Ja, Sternfrucht. Doch. Gefällt mir. Dann Slange. Ich weiß nicht, was man auf Taiwanesisch sagt. Ach doch, Gambai, glaube ich. Gambai. Oh ja. Die ganzen Früchte schießen auf einen ein, auf die Geschmacksknospen. Honig, Melone, Papaya. Hat sogar eine Litschi gehabt. Auch der Honig. Und die Gewürze dahinter. Also, ja, vielleicht so Curry oder sogar. Kardamom. Sehr interessant, also jetzt nichts typisch Schottisches, was ich so bis jetzt hatte. Aber geil. Echt geil. Es bleibt auf jeden Fall so eine leichte Bitterkeit hinten. So eine schöne leichte Eichenbitterkeit, die ist aber echt gut. Die ist gut. Nehmen wir noch einen.
Und auch super vollmundig. Also im Mund schon die ganzen schönen Früchte, auch die Eiche. Und dann der Abgang geht dann von der Frucht in diese Bitterkeit, in diese leichte, säuerliche Bitterkeit rein. Sehr, sehr geil, doch. Also wirklich auch nicht zu einfach, muss ich sagen. Also da kann man doch einiges entdecken. Und für 40% kommt er auch gut. Also nicht zu soft daher, also geht echt. Aber jetzt nicht stechender Alkohol, gar nicht. Also perfekt eingebunden in das Ganze. Runde Sache, würde ich sagen. Also wer auf exotische Früchte steht, geht es mal ein anderes Geschmacksprofil haben. Also ich meine, die Iren, die haben ja auch oft ein bisschen so exotische Früchte dabei. Aber der ist noch anders. Also da kommt noch ein bisschen, ja, andere Früchte raus, die ich jetzt auch bei Iren noch nicht hatte. Und dann diese schöne Würze, also so Pfeffrigkeit. Vielleicht so, ja, mehrere grüner Pfeffer, schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer. So eine Mischung aus allem. Nee, das ist echt gut. Also wie gesagt, ich weiß es nicht sicher, aber ich schätze jetzt mal grob, zwischen 30 und 50 Euro ist der zu bekommen, der Cavalier. 30 wird wahrscheinlich ein bisschen knapp sein. Ich schätze eher zwischen 40 und 50 in dem Dreh, denke ich jetzt mal. Aber Angebote gibt es ja immer mal. Dann kann man sich ja auch mal beim Holländer vielleicht mal schießen. Relativ günstig. Nee, also. Ist echt eine Empfehlung, wenn ihr mal was anderes wollt. Mal abseits von den Schotten, den Iren und den Horizont erweitern. Dann ist der echt eine Empfehlung. Ja, die Bewertung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich sehr schön trinkbar. Also ich gebe dem auf jeden Fall eine 86. So 86 bis 87, 2 bis 2 minus. Auf jeden Fall. Also der ist echt, echt, echt geiler Stuff. Joa, wie gesagt, kann ich empfehlen. Sehr, sehr schön das Ganze. Gut, dann war's das für heute. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Hier bei Whiskey Space.